Hallo Leute, willkommen zu Mr. Eigengezockt Spiel Clash of Clans. Heute möchte ich mal wieder so eine, wie viel Loot kriege ich in einer halben Stunde Folge machen. Diesmal leider unter schlechten Vorzeichen. Zum einen, mein King pennt gerade noch eine Runde und ich habe keine Gems. Ich habe zwar geboostet, aber ich habe keine Gems mehr, wo ich mal so zwischendurch was kaufen könnte. Also ein paar Einheiten nachkaufen könnte. Und darum, und da ich die Stoppuhr auch nicht finde, habe ich hier einen Webcounter. Den werde ich jetzt. Warte mal, ich muss erstmal meinen Hintergrund so. Jetzt starten, halbe Stunde läuft. Und wir suchen. Ich bin auch ein bisschen hoch von der Liga, habe ein bisschen niedrige Truppen. Also alles unter nicht so guten Vorzeichen. Wir suchen erstmal Gegner, die in den Lagern viel. Zum Beispiel hier. Hier ist doch ein bisschen was in den Lagern. Die Minenwerfer sind halt hoch. Nein. Ich bin halt vom Level so hoch. Aber hier steht sehr viel draußen. Okay, wir probieren mal hier. So. Dann ein paar wenige Bogenschützen. Denen muss man ja bei sowas sparsam sein. Der hat sogar eine Gem-Chest, die ich gerne nehmen würde. So, hier mal. Loot kommt nicht so viele bei rum. Ist wohl doch mehr in den Lagern als gedacht. So. Dann schießt ihr mal hier. Da werde ich ein paar Barbaren-Truppen. So. Großartig will ich gar nicht auf die Gems gehen. Sind jetzt hier die ganzen weiteren Lager drin. So. Ein bisschen Loot kommt dabei rum, aber nicht so viel. Ich weiß auch leider gerade gar nicht, was da drinne war. Auch die Minions hebe ich mir jetzt auf. So. Das soll es gewesen sein, was ich da reingesteckt habe. Aufgeben, okay. Erster Angriff, 50.000 Loot, 3 Minuten vorbei. Wenn wir das mal hochrechnen, pro 3 Minuten 50.000. Also das heißt 10 Mal, wären wir bei 500.000. Also das ist ein bisschen zu wenig. Hoffentlich erholt sich der King, aber ich kann leider nichts außergewöhnlich boosten. Das ist ein bisschen schlecht, also es war nicht ganz so gut durchdacht, meine Idee. Aber okay. 200 Angriff direkt. Wäre schön, wenn wir irgendwas Großes, Leichtes finden würden, aber ich bin vom Level halt auch echt hoch. Aber das tut auch dann gut, weil dann falle ich wieder ein bisschen vom Level. Wo sind denn die ganzen Goldminen bei ihm? Überall so ein bisschen verteilt. Dann nehmen wir den doch mit. Auch hier. Hier werde ich ein, zwei Bogenschützen in den Rücken von setzen. So, wie gesagt, Bogenschützen gehe ich sparsam um. Hier werde ich ein paar mehr setzen. Wegen dem Goldlager, das tatsächlich doch ein bisschen voller aussieht, wie ursprünglich gedacht. So. Alles, was außen steht, Hammer aufgeben. Ach du Schande. Ich brauche mehr Loot. So. Truppen nachbauen. Mehr Truppen. Noch mehr Truppen. Man muss halt auch, wenn man keinen Gems hat, mit allen Truppen haushalten. Warte, habe ich jetzt alle geboostet? Ne, den nicht. Trainiert. So. Und
Wie viel haben wir? 188 ist okay, können wir schon mal suchen. Vielleicht finden wir sind bei 25 Minuten, also noch müssen wir keine Panik kriegen. Hier steht alles hinter den Mauern, da wollen wir gar nicht angreifen. Hier liegt viel Gold, das liegt natürlich hier in der Mitte. Ist halt nicht so viel. Ich bräuchte mal was, wo ich so sicher 100.000 holen kann, 200.000. Auch viel Gold, nein, so viel nicht. Das sucht auch heute so langsam. Hier sowieso nichts. Na hopp, dim, 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 go, 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 go. 33 und 19, da ist natürlich auch Nachmittag 14.50 Uhr, also ich habe jetzt mal Urlaub und dann dachte ich, mache ich das mal wieder, aber wohl greift jeder gerade auf sein Lager zu und holt die Goldreserven raus. So langsam muss was kommen. Okay. Hier sind wenigstens die Lager leer, dass ich so auch sehr schlecht aufgelevelt. Hier dürfen sogar ein paar Bogenschützen mit hinterher. So, das hier. So. Waren so ein bisschen Unterstützung. So, hier stehen drei Cannons nebendran. So. Okay, Loot kommt ganz gut. Hier wird es fallen. Da fallen. Hier werde ich ja noch ein, zwei Bogenschützen hin. Setzen die nochmal so ein bisschen mitgehen können. Okay, das war ganz passabel. Ich weiß noch nicht, ob ich noch hier auf die Bogenschützen warten will. Oder die Town Hall hier aufgebe. Wir geben die Town Hall auf. Pokale sind uns egal. Okay, 100. Also sind noch 23 Minuten jetzt. 100 irgendwas, 1000 Loot. Läuft nicht so, wie ich es mir erhofft habe, muss ich ehrlich sagen. Wir bräuchten wirklich mal einen dicken Angriff, wo wir mal eine ganze Hausnummer kriegen. Alles andere kann ich dann halt erst wieder am Video, ich lasse ja unten wieder einen Live-Ticker durchlaufen, dass ihr das beim Zuschauen sofort seht, wo wir stehen, aber ich sehe es halt immer erst dann zum Schluss. Düdelüdüm hat's gemacht, ich hoffe, ihr hört das nicht mit dem neuen Headset. Und Truppen sind da. Angriff kann finden. 22 Minuten haben wir noch. Ich bin gespannt. Oh. Hier sind ganz viel Loot. Aber nicht für mich abbuchbar. Ich komme da nicht rein. Da mit King hätte ich es vielleicht probiert, einfach weil der ein bisschen mehr puffert halt. Hier, tja, das sind eigentlich easy 80.000, also 100.000. Oh, hat er tatsächlich Clanburg-Truppen drin, ey, ich pack's nicht. Der Blitz an der Stelle schadet nicht. So. Das ist so ein scheiß aufgelabeltes Lager. Ich habe ein bisschen zu viel Bogenschützen reingesteckt. So. Hier versuchen wir noch ein bisschen das Goldlager. Wir haben sogar einen Stern gekriegt. Wofür? Mehr wie 50%. Der Rest können wir da drin lassen. Beenden. Okay. Ok.
Okay, 150 für nicht alle Truppen. Es sind jetzt noch 20 Minuten 40 Sekunden. Ich ziehe mal den Counter rein, dass ihr das auch schön sehen könnt. Wieder Truppen nachbauen. Ja, Minions, die dauern ja so ewig. Barbaren, also rein Barbaren only ist halt... Naja, ich mag es nicht so sehr. Ich mag es am liebsten mit Barge, dass die Barbaren halt einen Schaden puffern und die Bogenschützen den Schaden austeilen. 158 können wir noch ein bisschen Zeit überbrücken, indem wir unser Gold einsammeln. Auch nochmal Truppen anfordern. Ich werde wahrscheinlich von der Liga gefallen sein. Genau, das ist gar nicht so verkehrt jetzt gerade für das Video. Huh. Es wäre schick, wenn ich noch ein paar Truppen gespendet kriege, aber ich weiß gar nicht, ob... Ah, Schweinereiter von Benny, tausend Dank. THX. So, die kommen jetzt natürlich richtig. Schade, dass sie bei dem 300.000 Lootlager, da hätte ich wenigstens noch mal was probieren können. Oder 500.000, 600.000, wie viel es waren. Aber dafür kommt gleich jetzt eins. Aber das ist einfach zu dick für mich. Irgendein Lager, wo ich rankommen kann? Nein. Und auch alles echt hoch aufgelevelt. Das traue ich mich nicht. Das hier ist auch zu groß und zu wenig Loot. Hier ist viel Dunkles. Ich habe leider keine Blitze dabei. Ich muss dran denken, dass ich in der Clanburg Schweinereiter habe. Gar nichts. Da hätte man die Town Hall snipen können, aber ist jetzt auch ein bisschen unnütz. Nö. 18 Minuten. Okay, das ist ja... fast wieder, ich würde fast sagen, ein Geschenk, aber mit Barbaren kann ich da halt echt wenig machen. Ich habe halt nichts dabei, was halt so Richtung... So, ich muss wieder hier die Barbaren noch ein bisschen halt als Puffer rauslassen, dass ich das auf der nächsten anderen Seite auch machen kann. Hopp, Barbaren. Oh, die Barbaren haben sich durchgeprügelt. Das ist gut, dann dürfen da noch ein paar hinterher. Sein King ist platt, aber ist leider gar nicht so viel drin. Ist dann doch mehr in den Lagern in der Mitte. Das heißt, wir müssen dasselbe nochmal hier machen. Und Bogenschützen hinterher, ein paar Minions. Jetzt habe ich die ganzen Bogenschützen leider verbraucht. So, mal zwei Wellen, ein paar Barbaren rüberschicken. Ich lenke mal hier die Tesla und so weiter ein bisschen ab. Hilft leider nicht. Also hier habe ich auch mehr verloren wie gewonnen. Ich habe gehofft, dass mehr in den Lagern drin ist. Ui, das war zu wenig. Noch 17 Minuten. Also ich würde sagen, die 1-Million-Loot-Challenge werden wir hier nicht machen. Werden wir hier nicht schaffen. Benny, ich gebe dir gleich was. Jetzt muss ich erstmal selbst gucken. Okay, 1 Million Gold haben wir. Ich weiß gar nicht, was ich vorher hatte, dass ich das überhaupt beurteilen kann. Wie gut oder wie schlecht wir stehen. Aber gefühlt stehen wir sogar sehr schlecht. 16 Minuten. Gut, ist erst die Hälfte von der Zeit. Oh, warte, in der einen Kaserne waren zu wenig drin. Habe ich nicht eben hier irgendwie nur 11 Barbaren gesehen? Da. Da. Nicht, dass wir dann irgendwie Leerlauf haben. So, 183 Kopfhörer nochmal richtig aufsetzen und dann suchen wir uns wieder einen Angriff raus. Wäre eigentlich mal schön, wenn der King munter wird. Das ist zu wenig. Okay, hier ist mehr in den Lagern, aber da komme ich nicht rein. So einfach ohne Sprengskelette, ohne
100. Na, auch das. Was? Das zählt nicht. Unterbrochene Zeit. Ich habe noch ein paar Sekunden, dann gut. Hopp, geh schneller. Danke, laden. So. Jetzt muss aber die erste Base was Gutes sein. Wenn wir schon rausgekickt werden. Das ist nicht Gutes. Da kommen wir auch nicht dahin. Der Minenwerfer wird zwar abgegradet, aber nee. 15 Minuten. Okay, hier ist viel Gold. Und das Gold ist sehr schön in den äußeren Lagern. Das holen wir uns. Schweinereiter. Schweinereiter. So, die lassen wir von... Also. Barbaren raus. Schweinereiter raus. Mehr Barbaren hinterher. Bogenschützen hinterher. Und noch mehr Barbaren. Einfach, dass wir ein bisschen Puffer haben für die Schweinereiter. Die einfach dann... Mehr Barbaren. Oh, jetzt kommen da auch Clanburg-Truppen. So. Ich sollte jetzt hier mit meinen... Ich will hier noch dann das Lager kriegen. So, oben hauen die Barbaren drauf. Leider laufen die Bogenschützen irgendwie in die falsche Richtung, aber das ist hier gerade egal. So. Dann lassen wir hier die Minions raus. Ups. Und hier noch mehr Barbaren. Es wäre schön, wenn ihr euch auch hier durchprügelt, Barbaren-Leute. So, kommt rein, sehr gut. Jetzt in die Range vom Minenwerfer. Macht doch erst den Minenwerfer kaputt, Jungs. Aber ich glaube, ihr könnt nicht getroffen werden. Doch, ihr könnt natürlich getroffen werden. Aber ist egal, hier rollt der Rubel. Sehr schön. Eigentlich ist das alles egal. Wir haben hier gut abgegriffen. Okay, das waren 230.000, 240.000 in etwa. Sehr schön. Puh, das wird trotzdem eine enge Kiste. Wache. So. König braucht noch 9 Minuten oder ist für den letzten Kampf dann da. 130 Einheiten ist mir zu wenig. Hier machen wir Bogenschützen rein. Die Minions füllen wir nochmal auf. Hier wieder Barbaren. 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 Und so bei 150 Einheiten können wir losmarschieren. Aber wenn jetzt wirklich so die ersten zwei nichts sind, was ist das hier? Was? Also, ich bin jetzt ja auch nicht der größte Basebauer, aber da nicht. Da auch nicht. Machen wir Kampf beenden. Ich meine, die Truppen sind jetzt ja weitergebaut worden, darum können wir dann direkt neu reingehen mit den neuen Truppen. Wir haben noch 11 Minuten. Das heißt, wir müssten jetzt schon was Gutes finden. Wieder so, wo man 200.000 Loot... Ah, guck mal, alle Lager voll, aber da ist überhaupt nichts drin. Winzige Lager hat er. Nee, auch das will ich nicht. Und er sucht lang. 100.000 in Summe ist mir auch zu wenig. Och, meine Güte. Oh, tja, das nehmen wir mit. Ja, das ist jetzt auch nicht so prickelnd für uns gebaut, aber ich werde mal gucken, dass wir so unsere Truppen so verteilen, dass eine Verteidigung so an vielen Ecken abgelenkt ist. Und hier
dass ich da noch ein paar Bogenschützen platziere, wo halt Loot hinter der Mauer ist. Also es scheint tatsächlich gar nicht so viel da drinnen zu sein, wie ich jetzt gedacht habe. So. Ich dachte, ich bin auch Bogenschützen. Ich habe mir eigentlich mehr erhofft, dass das in den Lagern drin ist. Das heißt, hier sind so einem sind 10.000 drin. Das will ich noch und dann. Tja, hat sogar noch einen Stern gegeben. Gehen wir raus. Ja, 120 oder so irgendwas. Noch unter 10 Minuten sind wir, 9 Minuten irgendwas. Wieder Einheiten nachbauen. Och, wird das eine knappe Kiste. Das langt erstmal. Komm, King, du müsstest mal wach sein. Man muss halt echt in der Zeit haushalten mit Truppen und hoffen, dass man was findet. Und irgendwie klappt das nicht so ganz. Ich hätte vielleicht auch, na gut, ich habe ja keine Gems, um auch meine dunkle Kaserne zu buchen, dass die Minions vielleicht ein bisschen schneller rauskommen. 150, aber hier ist halt auch nichts in den Lager, nichts in den Sammlern, nur in den Lagern. Jetzt sind wir bei 8 Minuten irgendwas. Zu wenig. Na, hab's schon. 170.000, aber da komme ich nirgendwo ran. Oh, könnte man was finden. Okay, das hier sieht schon. Tja. Aber halt innen drin. Ich bräuchte nochmal randvolle Lager. Nein, randvolle Sammler. Jetzt bin ich auch noch verwirrt, meine Güte. Auch wenn wir nicht bald was finden. Okay, ich gehe nochmal raus, dass ich dann jetzt volle Truppen wenigstens habe. 8 Minuten. Na hopp, gimme, gimme, gimme. Tja, die Town Hall und ein paar Minen, aber die sahen nicht voll aus. Auch hier nicht. Echt schlechte Zeit. Mittags um 3. Wer macht, kommt denn da auf die Idee, eine Million Loot sich holen zu wollen? Das muss man direkt machen, wenn keiner Zeit hat. Tja, hätte ich jetzt nur einen Blitz oder zwei Blitze oder so dabei. Hier muss ich gar nicht versuchen, meine Einheiten zu verpulvern. Die Base ist sehr kompakt gebaut. Mit Blitze und King hätte ich es versucht. Oh ja, toll. Also ich krieg vorneweg mal eine Minute mehr durch die Serverabbrüche. Guck, die Zeit läuft. Und läuft und läuft. Und ja, hier ist ein bisschen Gold in den Lagern. Das werden wir hier versuchen. Und er hat auch hier so ein paar Truppen hinterher, dass da wirklich Beschäftigung für alle da ist. So, dasselbe machen wir hier. Hier hat er auch ein Goldlager draußen stehen. Das ist ein netter Kerl. Nein, ihr sollt da drauf schießen. Hier schicke ich noch ein paar Barbaren wieder hinterher. Okay, das hier ist ganz okay gelaufen. So, jetzt sparen wir Truppen. Hier dürfen noch zwei Barbaren hin, das nehmen wir noch mit. Und wenn die Bogenschützen... Okay, null. Ja, bin gespannt, wo wir unterm Strich stehen. Noch 6 Minuten. Jetzt könnte, glaube ich, der König fit sein. Der braucht noch 3 Minuten. 140 Einheiten ist zu wenig. So, wir bauen die Bogenschützen voll rein. Wir noch ein paar
5 Minuten 42. Das wird spannend, Leute. Jeder sagt nämlich immer, oh, es ist ja voll easy, in einer halben Stunde so viel Loot zu kriegen. Das stimmt gar nicht, ihr müsst es einfach mal machen, weil die Zeit läuft und wenn man halt Pech hat, hat man Pech, dann findet man keine Gegner. Ich sag auch, sonst ist ja nicht schwer, in der Zeit was zu finden. Kratzt du 2, 3 Angriffe, die gut laufen, dann bist du durch. Aber hab die erstmal. Gerade wenn du auf Zeit machst, hast du ja auch halt die Zeit vom Bauen. Und ihr seht, es kommen ja keine Truppen her. Und ohne zu gammen dazwischendurch, ist die Frage, ob ich die mitnehmen will, sind nur 100.000, nö. Unter 5 Minuten. Noch, was Gutes. Da hätten wir die Town Hall schön snipen können. Auch wieder sehr kompakt, aber sehr sinnlos. Nein. 4 Minuten 3. Ja, wir haben ja noch ein paar Bonussekunden. Auch das wollen wir nicht. Das sowieso nicht. Hier ist sehr viel Dunkles. Hätte ich gerne gehabt. Ey, das gibt's noch nicht. 4 Minuten 106, okay. Wir werden mal gucken, was wir hier, weil hier sind ja auch so ein paar angefangene Goldlager, rausholen können. So. Okay, hier ist die... Die Bombe hat ein bisschen wehgetan. Da ist leider gar nicht so viel drin. Jetzt kommt da noch ein Tesla raus. Tja, das ist wohl dann in den zwei Lagern in der Mitte. Darum, ich gehe nochmal hier ein bisschen auf den... auf das Goldlager. Das ist aber echt schlecht. Hier sollte ich aufhören, Truppen zu investieren. Hier noch ein bisschen was mitnehmen, aber lohnt sich nicht. Die Town Hall nehmen wir mit, weil wir es jetzt einfach können. Und sonst hat sich das gar nicht gelohnt. Nur noch mal Truppen rausgeschmissen. Kampf beenden. Oh, das war der schlechteste überhaupt. Aber jetzt könnte der King fit sein. 7 Sekunden. So. Da hat man gehört. Truppen haue ich trotzdem nochmal rein. Und ich bin gespannt, wie viel Loot es wird. Jetzt nochmal ein dickes finden. Mit König und so weiter. Kampf finden. Also 2 Minuten 20. Im Endeffekt können wir noch einen Angriff anfangen. Und da suchen wir uns einfach was Gutes raus. So. Ich mache noch einmal Kampf beenden, dass die Truppen dann alle da sind. Oh, der Benny ist cool. Gibt uns schön Schweinereiter. Jetzt müssen wir nur noch was finden. Also sobald der letzte Angriff läuft, zählt er noch 1 Minute 40. Wenig. Ich brauche irgendwo so in Summe... Oh. Ey. Na hopp, lass uns wenigstens doch jetzt mal was finden. Ey. Von wegen ist so easy. Klar kann das ein Angriff... Oh, hier ist viel Elixier drin. Wenn ich an die beiden kommen würde... Oh, hier ist verdammt viel Dunkles, weil hier sind X-Bogen und so weiter. Schöne Base. Es gibt's.
doch nicht. Noch 40 Sekunden. Bis dahin müssen wir angegriffen haben. Ja. Bei 0 greife ich einfach den. Also wir haben ja noch ein paar Bonussekunden. Aber sobald wir bei 0 sind, ich kann das Bild leider nicht ins... die Encounter leider nicht ins Bild ziehen, weil sobald ich ja klicke, ist er wieder hinten dran. Wo sind die? Hier wird die Luftabwehr. Da komme ich nicht ran. Ich hätte es probieren sollen, weil ich habe nur noch 9. Ah, noch 10 Sekunden, 10, 15 plus die Bonussekunden. Ihr hört's piepen und ich gebe mir noch jetzt 3 Bases zum Suchen. Das waren durch die beiden Abstürze. Ich bin zu mir fair. Okay, wir nehmen den. Und greifen an. Wo hat er denn seine Lager und Sammler? So. Es war klar, dass da die Teslas rauskommen. Aber dann nehmen wir einfach die Schäfte zu. So, und jetzt gucken wir, wie wir an den Loot kommen. Oh, das ist ein Schweinereiter, habe ich natürlich vergessen. Hier nehmen wir alles jetzt rein, dass wir irgendwie den Loot mitnehmen können. So, hier unten. Versuch nochmal hier an der Ecke irgendwo reinzukommen, dass wir auch nochmal da ein bisschen was machen können. So, mein König lebt immer noch ein bisschen. Jetzt sind wir an den beiden. Hier schießt noch ein Bogenschütze. Oh, warum fliegen die so viele? Hört doch mal auf den König hinterher zu. Na gut, hier machen die Bogenschützen noch ein bisschen was. König. Ja gut, das wird der... Hier oben ist jetzt ein Barbar und ein Bogenschütze drin. Okay, wir kriegen da noch ein bisschen was. Okay. Der eine Bogenschütze und der... Okay, sind beide tot. Es ist vorbei. Hier nochmal 300.000 geholt. Das könnte so das sein, wo ich sage, da ist es rund gegangen. Das könnte sich für uns noch gerechnet haben. Ich bin gespannt. Ich rechne es wie immer unten zusammen. Und ihr seht dann, wie viel Loot wir in der halben Stunde geholt haben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.